Meine Eltern, nur das ist aber tatsächlich in meinem Buch eine richtig rührende Geschichte, ein seltener Fall von Ehe aus Liebe. Aber auch sehr, sehr komisch, wie es sich gehört in diese alte Gesellschaften. Mein Vater war Soldat und war auch ein sehr friedfertiger Mensch. Und hat sich entschieden, seine Kompanie ist stehen geblieben für eine bestimmte Zeit in einer kleinen Ortschaft, wo ich dort geboren bin. Und er hat sich entschieden, dort als Deserteur zu leben. Ja. Und wurde untergebracht. Er war begabt, sehr, vielleicht auch noch mehr begabt. Er hat sehr gut gesungen. Er hat gut organisieren können, sagen wir, bei den Hochzeiten Tänze, sehr viele schöne Geschichten erzählt. Und er wurde eingeladen von meinem Großvater, weil der hatte nicht weniger als 6 Töchter und einen Sohn. Und viele Töchter zu haben, war fast ein Fluch. Und er hat sofort daran gedacht, ja, jetzt wird er einen Bräutigam kriegen für die älteste Tochter. Aber mein Vater hat schon auch daran gedacht, aber nicht gerade an die älteste Tochter, sondern eigentlich die hübscheste Tochter der Familie. Die hieß Rahel, wie in der Bibel. Das ist tatsächlich so, genau wie in der Bibel die Geschichte mit Jakob und Rahel. Mein Vater hieß Shlomo oder Salomo. Aber wenn nach einer bestimmten Zeit der Großvater hat gesagt, ja, ich denke schon Zeit zu reden, du bist schon bei uns ein paar mehr Monate, also vielleicht sollen wir reden über zu heiraten. Ja. Sagt, ja, ich bin bereit. Sagt, ja, das ist doch diese Rosa, die älteste. Sagt man, nein, aber ich bin in der Rachel verliebt. Und das war ein großes Problem, dann musste man finden, einen Bräutigam für die älteste Tochter, dass die mir zuerst reite, musste er noch ein paar Monate warten. Und danach hat er meine Mutter gehabt. Es war eine seltene Liebesgeschichte in einer Welt, wo eigentlich die Ehen sind entschieden worden zwischen den Eltern.